Also, hallo zusammen, herzlich willkommen hier beim Collini Social Club an diesem Platz, den ich mal heute einfach als Premiere Collini Club, Collini Social Platz nennen. Ach, vielleicht einfach Collini Platz, weil dieser Platz hat keinen Namen. So viel muss noch gesagt werden. Ich hänge ziemlich an diesem Platz, weil ich das für eine total verpasste städtebauliche Chance halte, weil es ist genau das, was man so im Süden gerne als so einen schnuckeligen kleinen Platz empfindet, wenn da einfach noch ein paar Cafés außenrum sind, Bars und so. Also so könnte das eigentlich sein. Offenbar wird es nur als Straße wahrgenommen. Es soll heute gehen um Migration, um Zuwanderung, um Flüchtlingssituation, auch um Chancen darin, aber auch ein bisschen auch, was es für Gefahren gibt innerhalb der Gesellschaft, seitdem wir in den letzten Wochen zunehmend links untergekommen sind, bei denen auf eine Auswahl legaler Waffen hingewiesen worden ist, ne? Die so quasi auch unter besorgten Bürgern kursieren, bin ich ein bisschen nachdenklich geworden, weil ich mir immer gedacht habe, naja, Hunde, die bellen, beißen nicht. Ich meine, in den sozialen Medien geht es ziemlich rund. Wenn man da so ein bisschen monitort und schaut, was da so abgesondert wird, ist es schon beachtlich, wie offen da die Leute teilweise sind. Und aber die Frage ist halt auch immer, also es soll um Psychologie im Großen und Ganzen gehen. Wie kann sich sowas auswirken? Können da auch physikalische Momente entstehen? Wir hatten hier in Mannheim schon mal die Situation auf der Schönau. Da war ein Flüchtlingsheim in den 90ern, 92, eine ehemalige Gendarmerie-Kaserne. Und dort hat sich an Christi Himmelfahrt 92 einfach so ein Mob gebildet, der das Flüchtlingsheim belagert hat. Warum das so war, wie sich das alles zugetragen hat, wollen wir später nochmal uns genauer angucken. Nochmal auch voraus, also die Situation in Deutschland wird jetzt nicht unbedingt besser die nächsten Jahre. Es wurde die Tage auch nochmal der Mannheimer Haushalt diskutiert. Es wird noch viel stärker auch gespart werden. Es ist eine Gesamtsituation, dass auch über die letzten 16 Jahre 1,2 Billionen Euro der Volkswirtschaft entzogen worden sind aufgrund mangelnder Investitionen. Also es ist schon so, dass es enger wird. Und es ist so, dass es ab 2020, und das sagt auch jetzt, oder das ist auch das Szenario gewesen bei den Haushaltsverhandlungen, es in der öffentlichen Kasse prekär wird, tatsächlich auch, aufgrund mangelnder Steuereinnahmen durch die demografische Verschiebung, aufgrund dessen, dass viele aus dem öffentlichen Dienst in Pension müssen, was direkt aus der Staatskasse bezahlt wird, aus den Steuern heraus und nicht aus der Umlage. Es gibt eine Länderfinanzausgleichsnovelle 2019 nochmal, die auch ein bisschen Ungewissheit ins Spiel bringt, wie viel Verwaltung an sich auch kosten wird künftig. Und das sind einfach Sachen, die sich in gewisser Weise auch, sagen wir es mal so, auf das Gemüt eines Volkes auswirken werden. Da können wir von ausgehen und natürlich auch vielleicht Situationen verschärfen wird. Wir haben auch noch eine Technologie, die disruptiv, wie man so schön sagt, ums Eck kommt. Aus dem Arbeitsministerium spricht man von Arbeiten 4.0. Die Fragestellung ist, wie wird in Zukunft eigentlich Erwerbstätigkeit auch aussehen? Wird ausreichend Erwerbstätigkeit überhaupt noch ein Bedarf dafür da sein? Und dann haben wir halt eben, und das ist eigentlich so, wie man manche Experten hört und wie man das auch Analysen entnimmt, auch nur ein kleiner Teil an Zuwanderung, der bis jetzt hierher kam. Da ist noch viel mehr im Puffer verteilt um Europa rum. Und die Sache ist, man kann sich eigentlich, wir brauchen eigentlich gar nicht über Zuwanderung zu diskutieren. Das ist jenseits politischer Befindlichkeiten, weil es einfach auch aus geografischen Gründen durchaus nicht machbar ist, Zuwanderung zu stoppen. Das ist was ganz anderes als bei den Amerikanern. Auch die haben da
nicht die Situation, dass sie das vollkommen in den Griff bekommen haben, wenn man dies überhaupt wollte, sondern es ist bei uns einfach nochmal so, dass im Prinzip offene Flanken da sind und man muss einfach sich mit Fakten auseinandersetzen und wenig da und nicht das Ganze so emotionalisieren, weil man da auch nicht unbedingt die Wahl zu hat. Es ist auch so, dass Europa zu den Geografien gehört, die aufgrund geografischer, geologischer Bedingungen einfach zu den Geografien gehören, die einfach in der Forschung ganz klar als die dastehen, die einfach prosperierend sind. Das sind einfach Geografien, die man normalerweise, die man oder nachvollziehbarerweise auch einfach anvisiert, die man anzielt, wenn man seinen Lebensmittelpunkt verlagern will in eine bessere wirtschaftliche Situation. Und das alles sind Faktoren, die in irgendeiner Weise auch eben auf das Gemüt eines Volkes einwirken können. Deswegen ist es bestimmt sinnvoll, sich da auch mal Gedanken über solche Gemütssituationen, über Befindlichkeiten in Bevölkerung Gedanken zu machen. Und dazu haben wir heute Experten eingeladen, beziehungsweise auch Leute aus dem Operativen. Und zunächst haben wir Matthias Möller hier, der eben damals der über die Situation auf der Schönau eine Arbeit geschrieben hat und sich da ziemlich intensiv mit auseinandergesetzt hat, das analysiert hat. Ne? Dann haben wir Sebastian Fiedkau da, der ist hier von den Soziologen, von, wann haben wir Zentrum für Europäische Sozialforschung? Da ist doch die Studie. Wie bitte? Von der Politikwissenschaft, aber die Studie hat beim MZDS stattgefunden, oder? Genau, so rum war es. Und es ist eine interessante Studie, die einfach sich angeschaut hat, wie sind Empfindungen gegenüber Zuwanderung, gegenüber Fremde, was für Faktoren spielen da eben eine Rolle, was für Faktoren positivieren auch ein Bild. Und dann haben wir hier den Hermann Rüttermann. Hermann Rüttermann ist von Kulturbrücken, ist stark engagiert eben gerade bei der Zuwanderung aus Osteuropa im Bereich Jungbusch, aber auch Neckarstadt West, glaube ich. Ne? Nur Jungbusch. Auch Neckarstadt West, alles klar. Und Hermann Rüttermann ist jener, der damals in den Tagen, als das auf der Schönau passiert ist, man kann von einem Pogrom sprechen, in diesen Tagen dort dafür gesorgt hat, durch eine Bildung einer Gruppe, einer Arbeitsgruppe, dass sich die Schönauer mit den Flüchtlingen langfristig besser vertragen. Und deswegen ist es auch sehr interessant, wie da vorgegangen wurde. Aber jetzt erstmal noch zu der Gemütsgeschichte. Also da würde ich gerne Sebastian Fiedkau befragen, was hat denn eigentlich diese Studie so für Erkenntnisse gebracht? Genau, also was wir uns angeschaut haben, ist, was denken Deutsche über Zuwanderer und wie lassen sich diese Einstellungen erklären? Das setzt da an, wo viele andere Studien auch schon mal gegraben haben. Und wir schauen uns das jetzt an für Deutschland. Das ist dann repräsentativ für die Bevölkerung für so 2012, 2013. Und da haben wir gefunden, was auch die meisten anderen Forscher auch in anderen nationalen Kontexten gefunden haben, dass es eigentlich zwei Haupterklärungen gibt, wenn wir uns Einstellungen gegenüber Zuwanderern anschauen. Und das ist in beiden Fällen ein Interessenskonflikt, der entsteht zwischen Einheimischen und Menschen, die dazukommen. Auf der einen Seite sind es immer ökonomische Interessenskonflikte, also die Menschen, die Einheimischen, haben das Gefühl, dass es knappe Ressourcen gibt, die durch mehr Menschen bedroht werden. Also da möchte mir jemand was wegnehmen. Einfache Beispiele sind, ich habe Angst um meinen Arbeitsplatz, ich habe Angst davor, dass Sozialleistungen an andere Menschen gehen, auch Angst vor dem Verlust von politischer Macht, Angst davor, dass vielleicht die Gesamtwirtschaft auch einen negativen Trend eingehen kann. Genau, und darauf aus diesen Ängsten entstehen negative Einstellungen.
Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es nicht ökonomische Erklärungen, kulturelle Erklärungen. Auch da ist ein Interessenskonflikt. Menschen definieren sich in Gruppen, immer die eigene Gruppe, die In-Group, und da gibt es bestimmte Merkmale, die diese Gruppenidentität stiften, Sprache, Kultur, Religion. Und durch Menschen, die von außen kommen, die vielleicht hier andere Merkmale haben, habe ich Angst, dass das sich vielleicht verschlechtert und dass ich nicht mehr diese scharfe Trennung machen kann zwischen den Gruppen. Das sind die beiden Erklärungen, die fast immer greifen. Soweit auch das, was man sich eigentlich auch so denken kann im Grunde. Ne? Aber ihr habt auch untersucht, wie sich eben so eine Haltung ändern kann. Also wir haben auch positive Aspekte gefunden, also was dazu führen kann, dass diese Interessenskonflikte womöglich abgeschwächt werden, also intervenierende Faktoren, die dazukommen. Und da ist meistens der stärkste Faktor immer Kontakt, wobei der Kontakt unterschiedlich wirken kann. Also alleine dadurch, dass man Menschen wahrnimmt, entstehen keine positiveren Einstellungen. Also wir haben zum Beispiel abgefragt, nach ihrem subjektiven Empfinden, leben sie in einem Stadtteil mit vielen Zuwanderern. Wenn die Menschen das bejaht haben, führt das eher zu negativen Einstellungen. Mhm. Wir haben aber auch gefragt, haben sie viele Arbeitskollegen mit dem Migrationshintergrund? Das führt wiederum zu positiven Einstellungen, weil da ja unmittelbar ein Kontakt entsteht. Und der Kontakt mit Nachbarschaft beispielsweise? Genau, also wenn ich das subjektive Empfinden habe, dass um mich herum viele Zuwanderer wohnen, ist es erstmal negativ. Allerdings dann wieder haben wir auch gefragt, wie ist das Retroperspektiv, als sie 15 Jahre alt waren, haben sie da in einer Gegend gewohnt mit vielen Zuwanderern, da scheint es wieder positiv zu sein. Als die Befragten 15 Jahre genau. alt waren. Also mit dem wachsenden Alter ist eine negative Einstellung entstanden? Oder wie ist das zu interpretieren? Also wie gesagt, das hängt alles davon ab, dieser Kontakt, dass da Interaktion passiert. Ach so, dann haben die Menschen quasi noch jünger, weil sie jünger waren, mehr Interaktion gehabt, möglicherweise. Und waren deswegen positiver eingestellt. Genau. Wurden eigentlich auch volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen mit abgefragt, beziehungsweise dass sich ja, Ängste gegenüber Arbeitsplatzverlust oder generell, habe ja vorhin einfach auch ein paar Aspekte genannt, dass halt eben weniger das Gefühl da sein könnte, dass es wirtschaftlich sicher weitergeht, oder hat es überhaupt gar keine Rolle gespielt? Doch, das waren genau diese ökonomischen Faktoren. Mhm. Also jetzt sagen Sie mal, was denken Sie, wie wird sich die deutsche Volkswirtschaft entwickeln? Menschen, die da einen negativen Ausblick haben, haben auch negativere Einstellungen gegenüber Zuwanderern. Der Arbeitsplatz, wurde das nochmal genauer untersucht, weil es ja interessant, wie signifikant, wie stark gegenüber anderen Faktoren waren die Positivierung der Einstellung durch einen gemeinsamen Arbeitsplatz? Das hält sich ungefähr die Waage wahrscheinlich, also es kommt alles dazu, also wenn ich Angst um meinen Arbeitsplatz habe, dann habe ich negativere Einstellung, habe ich Kollegen mit einem Migrationshintergrund positivere, und das ist alles, bleibt so in den Modellen drin. Aber man kann schon ableiten, dass eben der Arbeitsplatz doch so eine verbindende Wirkung hat, dass dadurch eine starke Positivierung zumindest auf die Personen, mit denen man arbeitet, stattfindet. Ja. Wäre das quasi eigentlich so das Wichtigste, wenn es darum ginge, Fremde mit Einheimischen zusammenzubringen? Das kann ich, glaube ich, auf der Grundlage unserer Untersuchung so nicht sagen. Also eigentlich, was wir jetzt daraus lernen, dass wir eigentlich eine neue Studie machen müssten, eben genau mit dieser Erkenntnis. Alleine die Tatsache, dass ich mit Menschen zusammen wohne in einem Viertel, führt erstmal zu negativeren Einstellungen. Da müssen wir eigentlich genauer fragen. So, und was machen Sie zum Beispiel privat oder gehen Sie gerne in den Gemüseladen um die Ecke, oder da müsste man dann weiter bohren. Mhm. In dem Zusammenhang würde ich auch noch mal gerne kurz erzählen, dass gerade kürzlich in der Neckarstadt West eine Bürgerversammlung war, eben zu dem Thema, dass sich die Bürger dort subjektiv nicht mehr so wohlfühlen, Ängste entwickeln. Da war auch der Polizeipräsident von Mannheim da, der jetzt auch für die ganze Region Rhein-Neckar zuständig ist. Und der halt
das statistisch entkräften konnte. Also jetzt nicht von der Wahrnehmung her, aber der einfach sagen konnte, naja, es gibt in der Tat nicht mehr Überfälle. Das ist so das, was in der Neckarstadt West gerade ein Thema ist. Sondern es ist so, dass es zwar angestiegene Überfälle gibt, aber die sind nicht zuordnenbar zu Flüchtlingen. Ne? Aber das wäre auch nicht signifikant. Was signifikant ist, dass mehr Traffic ist, dass mehr Drogen gehandelt werden, aber das, wo die Leute eigentlich Angst vor haben, ist statistisch nicht belegbar. Aber das ist einfach dieser Unterschied zwischen Objektivität und Subjektivität. Ne? Vielleicht dazu, also bei allen Sachen, die ich gesagt habe, es geht immer um das subjektive Empfinden. Nie darum, was in der Wirklichkeit passiert, sondern das, was ich empfinde, was letztendlich auch dann zu meinen Einstellungen führt. Na ja, klar, aber da sind ja Leute aus dem Viertel, die Sorge haben. Also da geht's halt, das ist ja das Problem zwischen Objektivität und Subjektivität. Ja, bitte? Das was? Das habe ich schon verstanden. Ne, Erklärungsansätze gab es, was jetzt Lösungen angeht. Nein, Erklärungsansätze dafür, warum die Zahlen angestiegen sind. Die gab es nicht. Aber es gab... Also generell sind die Erklärungsansätze für mehr Überfälle auch das, dass einfach tatsächlich die soziale Schere sich verstärkt hat. Ne? Und deswegen gibt es eine gesamte Anhebung in sagen wir es mal, so prekäreren Lagen. Aber was er noch gesagt hat, ist, dass die Polizei Mannheim beispielsweise mehr Pressearbeit betreibt in letzter Zeit, um sich nicht nachsagen lassen zu müssen, dass sie irgendwie da nicht ausreichend drüber informiert hat. Das ist auch so, dass dann auch pro Delikt auch mal eine detaillierte Pressemeldung gemacht wird. Normalerweise gibt es auch oft nur eine Liste an Vergehen oder Geschehnissen des letzten Tages und so. Das hat eben den Grund, den er genannt hat. Ich persönlich vermute, dass es auch ein Signal noch an Stuttgart sein soll, weil die Polizei tatsächlich Schwierigkeiten hat, also eine dünne Personaldecke hat eben. Ne? Und da greift man schon auch mal irgendwie zur Öffentlichkeit, um das auch zu zeigen, ne, dass es möglicherweise mehr Polizei braucht. Und wenn es nur um das Subjektivempfinden geht, also nicht wegen der Delikte an für sich, sondern Polizeipräsenz offenbar auch aus der Bevölkerung gewünscht wird, um sich einfach subjektiv besser zu fühlen. Da kann man natürlich die Frage stellen, wie sich sowas auswirkt, ne, wenn einfach mehr Pressemeldungen erzeugt werden, dass die dann natürlich in den Medien stärker aufgenommen oder auch mehr aufgenommen werden, ne, und damit einfach eine subjektive Wahrnehmung auch wieder verstärkt wird. Ne. Und wenn ich dann, und das ist jetzt auch nur eine Vermutung... Das war ja vorhin eine objektive Zahl, keine subjektive Zahl. Die Zahlen waren objektiv, ne, aber die Subjektivität ist ja das Problem. Ne. Das heißt, wenn einfach mehr Pressemeldungen erzeugt werden als vorher, obwohl gar nicht mehr Delikte sind, sondern einfach nur eine intensivere Pressearbeit geliefert wird, kann es natürlich dazu führen, dass die Wahrnehmung stärker darauf liegt. Ne? Und wenn man das dann auch mit den sozialen Medien dann noch kombiniert, wo durchaus auch das Potenzial ist, dass eben innerhalb, durch die Algorithmen einfach innerhalb bestimmter Kreise eben die Nachrichten stärker zirkulieren, dann kann es das natürlich verstärken. Also das ist das, wo man in meinen Augen generell in der Kommunikation mehr ein Auge drauf, auch in der Analyse mehr ein Auge drauf werfen sollte. Ne? Aber das ist so der Hintergrund, was jetzt nochmal dieses, oder das wollte ich noch einschieben, weil das sich erst kürzlich da drüben zugetragen hat, diese Bürgerversammlung. Und die war auch recht emotional, muss man dazu sagen. Also da ist dann schon irgendwie Druck da in der Neckarstadt West, offenbar. Ne? Und was ich jetzt nochmal, also das mit dem Arbeitsplatz, mit dem gemeinsamen Arbeitsplatz, könnte potenziell dazu führen, dass man halt eben in ein Vertrauensverhältnis kommt, was wohl am stärksten eine Positivierung herstellen kann. Wie war das eigentlich geografisch? Weil das war eine ganz deutschlandweite Studie. Kann man da was zu der Region sagen oder ist es einfach nur in großräumigere Teile aufgeteilt gewesen? Zu der speziellen Frage oder allgemein? Allgemein erstmal. Okay. Ja, allgemein hat sich auch das da gezeigt, was jetzt durch die Medien geht, also in allen
Umfragen, die ich mir angeschaut habe, waren die ostdeutschen Bundesländer immer mit negativeren Einstellungen als die westdeutschen. Und den Westdeutschen war immer sowas wie Bremen oder irgendwie Niedersachsen, die mit den positivsten Einstellungen. Okay, das kennt man tatsächlich so. Auch das so. Nicht überraschend. Naja. Okay. Was jetzt, ja, gleich her. Bitte? Ja, sag. Ja. Also ich wollte nur was sagen zu diesem subjektiven, objektiven Sicherheitsempfinden. Die Stadt Mannheim hat ja vor ein oder zwei Jahren auch mal eine Umfrage gemacht an die Bevölkerung. Da wurde gefragt, in welchem Stadtteil fühlen Sie sich am sichersten, an welchem unsichersten. Da war der Stadtteil Jungbusch war quasi mit ganz vorne genannt. Also, dass man sich unsicher fühlt. Und das war eine Zeit lang, wo diese Zuwanderung war, also wo die Zuwanderung angefangen ist, 4, 5 Jahren. Da gab es ja Gruppen von Leuten, das waren meist also Leute, die im Stadtteil wohnen, ne, die dann gesagt haben, ja, das wird alles unsicherer. Da gab es einen Bulgaren, der hat seine Tochter angeboten auf der Straße, haben dann Mütter erzählt, andere haben erzählt, ja, wir haben dies und wir haben das gesehen. So, und dann gab es auch Polizei hat da mal die Statistik offengelegt, Jungbusch, wie sieht es dann tatsächlich aus mit diesen Zahlen? Und das lag im Jungbusch immer so bei, also Delikte, die angezeigt worden sind, war irgendwas um die 850. Ja, und jetzt könnte man meinen, jetzt mit der 850 Delikte, also die zur Anzeige gekommen sind, pro Jahr. So, und jetzt könnte man meinen, dass jetzt mit der Zuwanderung, ne, dass auch die Anzahl Delikte hochgegangen sind. Nee, das war gar nicht der Fall. Die sind sogar leicht zurückgegangen, obwohl die Zuwanderung war. Aber dann in Diskussion mit den Bürgern dann im Stadtteil, ja, viele trauen sich ja gar nicht, eine Anzeige zu machen. Ne? Das ist dann so, zum Beispiel diese Mutter, mit der ich gesprochen habe, die angeblich gehört hat, wie ein Vater, ein Bulgare, sein Kind angeboten hat. Da habe ich gesagt, ja, warum haben Sie keine Anzeige gemacht? Ne? Warum? Ja, Sie erzählen das, Sie hätten es gehört, aber Sie machen nichts. Ja, das ist mir zu gefährlich und so. Ne? Das heißt, dann wurde, auch wenn die Zahlen was anderes sagen, im Kopf von den Leuten wird es noch quasi als Beleg dafür noch gesehen, ja, das ist tatsächlich so und das darf man halt nicht sagen oder die Polizei schreibt es halt nicht auf. Dann gab es so einen öffentlichen Druck, dann gab es auch eine Konferenz, so Stadtteilkonferenz, wo die Leute hier Polizei, Sicherheit und Ordnung da waren. Da haben sie dieses Ergebnis, diese Studie vorgelegt, aber nur dieses subjektive Sicherheitsempfinden. Und dann gab es, ja, welche Konsequenzen muss es jetzt daraus geben? Ne? Und dann wurden dann, das war auch im Zusammenhang mit dieser Vergewaltigung, die eine, die natürlich nicht im Jungbusch war, aber die im Jungbusch zugeschrieben wurde, das hat dann auch wieder gepasst, gab es eine andere. Und dann muss man sagen, dann wird manchmal, wird dann auch die subjektive Sicherheitsempfinden der Bürger von Leuten aus dem Stadtteil ausgenutzt, politisch ausgeschlachtet. Das sind die Leute, die die Verantwortung haben. Die sagen nicht, das ist nicht so, sondern die nehmen als Anlass, Druck auf die Politik auszuüben und sagen, wir brauchen halt mehr Streifen, wir brauchen mehr Kontrollen, wir brauchen mehr Licht. Ja, klar. Also anstatt hinzugehen und sagen, jetzt macht mal Unterschied zu dem, was ihr empfindet und was tatsächlich ist. Das war übrigens damals auf der Schönau, wo da war das ähnlich. Ja, da hieß es auch, ja, da gibt es diese Vergewaltigung und da gibt es Lärm und da gibt es Diebstähle, gibt es das und das. Ja, da wurde nicht gesagt, die Politik hat da nicht gesagt, ja, die Stadtteilakteure, ist es wirklich so, ist es nicht so, sondern das wurde zum Anlass genommen und sagt, jetzt haben wir eine Chance, was für den Stadtteil rauszuschlagen, weil jetzt wollen wir mehr bessere Betreuung an Schulen, wir wollen besser, wir wollen dies, wir wollen das, wir wollen das. Ja, aber ja, das ist ja genau die Frage, wie man das einfach objektivieren kann, weil das ist, also ich meine, eine Politik muss sich mit dem Subjektiven auseinandersetzen. Mit dem Objektiven bringt denen jetzt erstmal nichts. Ja, ich kann doch kein, sag mal, wenn ich ein Sicherheitskonzept entwerfen will für einen Stadtteil, dann kann ich doch nicht nur mich an der Subjektivität mich festmachen, sondern muss objektive Zahlen. Das ist klar. Dann gab es mehr Kontrollen, ja, dann hat die Polizei wieder Statistik vorgelegt. Hier der Herr Adler von der H4-Wache, der Stellvertretende, dann hat er gesagt, ja, dann im nächsten Jahr drauf, wir haben eine Erhöhung, wir haben mehr Anzeigen, wir haben mehr Erhöhung der Kriminalität, aber er hat gleich dazu gesagt, warum? Weil wir haben mehr Kontrollen gemacht. Ja? Also wir waren stärker präsent, wir haben mehr kontrolliert und das haben wir auch mehr.
Ich finde, in dem Zusammenhang muss man einfach auch sehen, was hat sich in den letzten Jahren denn noch verschoben. Und das ist bei weitem nicht nur Prozesse im Bereich der Migration, sondern ich glaube, jeder von uns wird sich erstmal unsicher fühlen, wenn er oder sie mit 500 Euro in der Tasche durch die Stadt läuft. Und dass wir alle mittlerweile Geräte mit uns rumtragen. Jeder Jugendliche hat einfach meistens heute ein teures Handy in der Tasche. Und genau das ist die Kriminalität, die gerade auch, ich würde nicht sagen zunimmt, sondern sich verschiebt hin zu Straßenüberfällen und Diebstählen, einfach weil in den Jackentaschen mehr zu holen ist. Und es hat mit Migration erstmal überhaupt nichts zu tun, aber für das subjektive Sicherheitsempfinden natürlich eine ganze Menge. Aber da muss man aufpassen, dass man die Sachen nicht vermischt, die einfach auch getrennt betrachtet werden müssen. Gehen wir doch einfach mal zurück in die Zeit, weil wir sind ja mitten in der Psychologie, ne? Was hat sich denn dazu getragen, 92 auf der Schönau? Und was waren eigentlich die gruppendynamischen Bedingungen dort? Nun gut, auf der Schönau hat sich was wiederholt, was sein Vorspiel so schon in Hoyerswerda hatte. In einer Zeit, wo die Asylverfahren, also die Zahlen der Asylverfahren in die Höhe schnellten, das war objektiv so, aber man muss auch sagen, warum das so war, weil nämlich Menschen, die vor Bürgerkriegen geflüchtet waren, damals in zerfallenen Jugoslawien und der Kurdistan-Konflikt in der Türkei vor allem, die eigentlich als Kontingentflüchtlinge Schutz vor dem Bürgerkrieg bekommen sollten, die wurden von den Kommunen in die Asylverfahren gedrängt. Und dann gab es diese große Zunahme, begleitet von einer rassistischen Hetze in den Medien. Ich finde es ja jetzt ganz erstaunlich, den Kontrast zu sehen, wie Bild-Zeitung und Spiegel heute berichten. Und wenn man sich die Titelseiten von vor 20 Jahren anschaut, da hat sich ja zum Glück ja auch einiges gedreht, damals aber ganz unsäglich gewesen. Und das Ganze natürlich noch die Nachwehen der deutschen Einheit, wo vielleicht auch dieses Zusammenwachsen von Ost und West sich geäußert hat in einem extremen Nationalismus, der sich da geäußert hat. So, und in der Situation, als Rahmenbedingung, soll auf die Schönau, in die frei werdende Gendarmerie-Kaserne, eben ein Flüchtlingsheim eingerichtet werden. Und ich würde mal sagen, die kommunale Politik macht so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann, was die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern angeht. Und in dieser aufgeheizten Situation tut dann auch der Mannheimer Morgen sein Übriges, in dem auch sehr früh Flüchtlinge und Asylsuchende mit Drogen, mit Kriminalität, mit Unsicherheit verknüpft werden. Und dann dauert es ein bisschen mehr wie ein Vierteljahr. Also Anfang 92 ziehen die ersten Flüchtlinge in die Kaserne ein. Und April, Mai gibt es dann die ersten Konflikte, zuerst auch im Lager, wo dann auch verschiedene Gruppen aufeinander losgehen, und das Ganze kulminiert dann in dieser Vatertagsrandale, die ausgehend von einem Waldfest auf der Schönau sich zu was Pogromartigem entwickelt. Ich sage bewusst pogromartig, ich denke, man muss da differenzieren, einfach um zu verstehen, was da passiert ist, denn ein Pogrom wäre es dann gewesen, wenn es auch ausgeführt worden wäre. Meiner Meinung nach ist das in Hoyerswerda und auch in Rostock-Lichtenhagen geschehen. In Mannheim-Schönau war die Polizei doch vor dem Heim so präsent, dass das wurde nicht zur Stürmung freigegeben, was an anderen Orten damals sehr wohl geschehen ist. Also die Polizei hat, sagen wir mal, dem rechten Mob nicht die Straße überlassen. Das ist der große Unterschied gewesen, was auch Mannheim von Hoyerswerda und Lichtenhagen abgrenzt. Aber die Stimmung sehr wohl pogromartig. Es gab auch Gewalt, und zwar nicht nur in den ersten Tagen, sondern über ungefähr knappe zwei Wochen hinweg als allabendliches Ritual vor der Lilienthalstraße. Und in Mannheim nahm das dann auch sehr typisch für die damalige Zeit die Wendung, dass Menschen aus dem Stadtteil und engagierte Bürgerinnen und Bürger aus Mannheim, aber auch aus der damals auch sehr starken antifaschistischen Bewegung bundesweit vor die Unterkunft gekommen sind, um Solidarität zu zeigen und auch zu zeigen, dass Rechtsextremisten da auch keinen Platz haben. Und es war damals ja auch die Zeit, wo extrem viele nächtliche Übergriffe, also Brandsätze auf Flüchtlingsunterkünfte geflogen sind. Und
diese Bewegung hat damals sehr wohl auch mit Telefonketten und Schutz auch für Heime also gesorgt, weil einfach auch die Polizei an vielen Orten gezeigt hat, dass sie nicht willens ist, Flüchtlinge vor Gewalt zu schützen. Und in Mannheim gipfelte das dann in einer Auseinandersetzung, die dann eher zwischen, sagen wir mal, Antifa und Polizei weitergedacht wurde. Also das eigentlich Dramatische auf der Schönau, dass dort Anwohnerinnen und Anwohner über Tage und knappe zwei Wochen hinweg sich versammeln, ihrem Rassismus freien Lauf lassen. Das wurde in Mannheim so zumindest offiziell nicht thematisiert, sondern das ging dann in die Richtung Bürgerrechte und Demonstrationsfreiheit oder Schutz vor auswärtigen Chaoten. So, und diesen Verlauf nahm das dann hier. Berechtigt oder unberechtigt? Meiner Meinung nach unberechtigt in dem Sinn, dass dort mit völlig unterschiedlichen, auch rechtsstaatlichen Methoden gegen die Gruppen vorgegangen wurde. Also Versammlungsverbote gab es in Mannheim für die antirassistische und antifaschistische Gruppen und es gab nicht Versammlungsverbote für die Menschen auf der Schönau, die dort, die sich vor dem Heim versammelt haben, mit Flaschen und Böllern geworfen haben oder auch, das ist mir noch im Ohr aus der Berichterstattung, nur ein toter Neger sei ein guter Neger. Also solche Sprüche sind da gefallen und gegen die einen ging man eben juristisch vor und gegen die anderen nicht. Aber auch das war damals leider keine Ausnahme. Hermann, kann man von jetzt aus noch einschätzen, wie viel da wirklich politisch motiviert war und wie viel einfach Mitläufertum war? Also es war damals, muss man wissen, auf der Schönau. Ich habe damals in der Kirchengemeinde gearbeitet, Gute Hirte, und war gleichzeitig Religionslehrer an der Hauptschule. Schöne Hauptschule, ja. 7 Jahre, spannende Jahre. Okay, da habe ich alles mitgekriegt. Also damals war 16% Republikaner-Wähler auf der Schönau. Ja, Schönau hat ja, also wir haben so, man kann so ein bisschen sprechen so vom Schönauer Sozialadel, Sozialhilfeadel. Ne? Da gab es halt viele Familien, die schon. Also es ist anders wie heute, die schon jahrelang sag mal, in der Sozialhilfe waren, alimentiert über mehrere Generationen hinweg und frustriert und irgendwie keine Perspektive, also schlechte Ausbildung, also damals so mit Förderung, so wie es heute gibt mit Jobbörse und Jobcenter, was da gab es so damals so viele Sachen noch nicht. Ne? Das heißt, da war ein großer Gruppe von Leuten, mit schlechter Ausbildung in diesen GBG-Blöcken, die halt irgendwie frustriert waren und gelangweilt. So, und dann muss man sagen, es gab halt, wo diese Gendarmerie-Kaserne frei wurde, das war ja, ist ja auch ein architektonisches Kleinod. Schönau ist ja ein Neubaugebiet, ihr seid ja auch da gewesen. Da gibt es eigentlich kein großes Paar historische Gebäude gibt es da, ne? So die Siedlungshäuser. Also ein richtiges historisches Gebäude ist eigentlich die Gendarmerie-Kaserne gewesen. Ne? Das war ja kaiserliche Kaserne, da waren die Amis drin. Danach im Krieg bitte? Das war eine Bundeswehrkaserne, oder war das? Ja, nee, das waren ja auch Kaiser. Das gibt es ja schon ganz alt, das Ding. Ne? Also schon im Anfang. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg, ja, genau. Als Luftschifferkaserne. Genau. Okay, dann war ganz interessant, dann waren ja auch Zwangsarbeiter drin, also diese polnischen Zwangsarbeiter, und dann sind danach 45. Sind einige Zwangsarbeiter sind dann da geblieben, haben dann auch sich verliebt in Schönauer Frauen, haben die geheiratet, sind da geblieben, sind dann quasi dann, da kamen die Amerikaner rein, da sind welche von diesen Zwangsarbeitern, ehemaligen, sind sogar drin wohnen geblieben, haben da weiter gearbeitet dann unter den Amerikanern. Ne? Also kurz bevor das eine Asylunterkunft war, waren da auch immer noch also ehemalige polnische Zwangsarbeiter drin gewesen. Ne? Okay, dann sind die Amerikaner dann weg. Und dann war eine Menge, es gibt ja so ein reges Vereinsleben auf der Schönau, und die hätten die gerne gehabt. Die Vereine hätten das gern gehabt, für sich als Vereinshaus. Aha. Und so weiter. Und das hat dann nicht funktioniert. Da waren die Leute auch schon mal ziemlich frustriert, ja, und haben sich ein bisschen gelinkt gefühlt. Ne? So, und dann kam natürlich, dann hieß es auf einmal, ja, das wird Asylunterkunft vom Land. Und da war natürlich schon mal die Stimmung erstmal ganz schlecht. So nach dem Motto, wir kriegen es nicht, ne? Wir kriegen es mal wieder gar nichts. Ne? Wir haben dieses komische Bürgerhaus, wo es reinregnet.
So, und dann kamen die Asylbewerber und es war dann eigentlich nichts vorbereitet richtig. Da gab es keine richtige Infos. Und also mir war damals schon klar, dass es sozialer Sprengstoff ist. Und dann habe ich, also nachdem die gerade belegt wurde, weil schon klar war, das kocht hoch. Und dann habe ich eine Einladung gemacht, also eine öffentliche Einladung an verschiedene Leute, wer wäre bereit, so einen Flüchtlingskreis zu gründen, so einen Kreis, die sich halt einfach jetzt, Kontakt mit den Asylbewerbern aufnehmen und einfach die versuchen, in die Stadt halt zu integrieren. Ne? Mhm. Okay, der Brief ging raus und war terminiert auf Montag. Und auf dem Montag und am Donnerstag vorher war diese Ausschreitung. Ja, also genau das, was ich quasi damals, was absehbar war, wer mit offenen Augen durch die Stadt läuft, dass es nicht gut geht, genau das ist eingetreten. Ja, und dann war natürlich, dann haben wir an dem Montag, da waren ja diese Ausschreitungen dann am Donnerstag, die haben sich ja über das ganze Wochenende hingezogen, ne, weil war sehr warm, ne, alle sind draußen getrunken und so weiter. Ja, und am Montag war dann dieses Treffen, da waren dann Asylbewerber und dann sind halt viele Leute aus dem Stadtteil gekommen, ne, denen halt diese Ausschreitungen dann auch peinlich waren. Und dann sind wir angefangen, also von Anfang an mit den Asylbewerbern da was aufzubauen, haben dann, das war so mehr partnerschaftlich, wir haben uns immer als Anwalt verstanden von den Flüchtlingen. Dann haben wir uns dafür eingesetzt, dann sollte nochmal die Belegungszahl aufgestockt werden. Ja, ja, aber da wollte ich nochmal später drauf, also praktisch, was es für eine Lösung gab. Ich würde noch ein bisschen mehr da rein, wirklich zu differenzieren, wie viel war da politisch motiviert? Also politisch war da eigentlich überhaupt gar nichts motiviert. Mhm. Das war nur einfach, das sind zu viel, wir kriegen gar nichts, die kriegen alles, ne? Dann ist irgendwas rumkursiert, die kriegen da tolle Wohnungen, die kriegen dies und das, das war einfach... Die Leute sind nicht informiert worden. Da gab es keine Information, ja, so an die Schulen, über die Schulen zum Beispiel, über die Einrichtung. Da reicht es nicht nur, eine Versammlung mal zu machen, so von oben herab, wir machen das so und so, sondern quasi in die Strukturen vom Stadtteil reingehen, so und so läuft es. Und das wird so und so wird das in den Stadtteil mit eingegliedert, sondern hieß einfach nur, bei den Leuten kam nur an, diese schöne Kaserne, die wir gerne gehabt hätten für uns, kriegen jetzt die. Ja, und dann war halt, und dann kam halt dieses Gerücht mit dazu, mit dieser Vergewaltigung, ne, dass da ein Mädchen vergewaltigt worden sei von einem Schwarzafrikaner. Der eigentliche Auslöser. Ja, genau. Sich dann herausgestellt hat, das war quasi eine Beziehungstat und das war ein GI. Ne, das war also irgendwie Beziehungstat und das war auch keine Vergewaltigung, das war einfach nur ein Gerücht. Und das wurde als Auslöser genommen. Und dann das Schlimme war dann, dass die Leute sich dann zusammengerottet haben. Dann kam auch der Widder dahin, ne, da gibt es ja noch, ja, und wollte die Leute beruhigen, aber dann nicht so nach dem Motto, also nach dem Motto, jetzt geht mal nach Hause, seid mal ruhig. Und hat dann auch gleich Zusagen gemacht. Ja, also in den Stadtteil rein. Ja, wir werden uns um euch kümmern und das und wir werden jetzt mehr für den Stadtteil machen. Und da haben natürlich die Leute gedacht, naja, haben wir doch was geschafft. Und da sind halt viele auch aufgesprungen auf diesen Zug. Und haben dann gesagt, okay, jetzt haben wir die Möglichkeit. Wir haben ja von dem Flüchtlingskreis aus, haben wir mehr geguckt. Wir wollten Verbesserungen für die Flüchtlinge, aber es gab viele im Stadtteil, die haben das einfach, diese Ausschreitung genutzt, um einfach mehr soziales Kapital oder einfach in die Einrichtung mehr, also für den Stadtteil rauszuspringen, aber dann nicht im Sinne von integrativ mit den Asylbewerbern, ja, sondern... wir müssen jetzt den Schönern was geben, ja, sonst geht's weiter. Und das Schlimmste fand ich, dass nämlich von diesen Leuten, bei diesen Ausschreitungen, da sind nämlich Leute verhaftet worden, ja, also von der Polizei mit Molotow-Cocktails, mit Stöcken, also es war nicht nur so Böller, das waren auch Molotow-Cocktails, es war also eine Bewaffnung auch, da sind Leute festgenommen worden und die Polizei hat zwei Listen gemacht, eine Liste mit Personen, ja, ich habe die gesehen, eine Liste mit den beschlagnahmten Waffen. Es gab keinerlei Zuordnung und es ist niemand von den Leuten, die damals sich an diesen Ausschreitungen beteiligt haben, ist niemand angeklagt worden. Und das hatte politische Gründe, da gab es eine Absprache zwischen... Ja, und das würde ich jetzt auch noch, ich will immer noch bei der Psychologie bleiben erstmal. War das jetzt bei Ihren Untersuchungen auch die Beobachtung, dass das
eigentliche jetzt nicht so rassistisch oder politisch motiviert war? Nee, ich würde dem auch widersprechen. Und zwar, wenn man sich das anschaut, dann wird sehr viel über soziale Ursachen geredet, wenn es um die Schönau geht. Und zwar durch die Bank durch. Also ich habe mir den Diskurs dann auch angeschaut, der in der Lokalpresse, in der Stadtverwaltung, aber auch von Unterstützungsgruppen aus geführt wurde. Und es wird immer sehr viel über soziale Probleme geredet. Aber untergründig spielt immer eine rassistische Grundhaltung mit. Und ich habe irgendwann mal so für mich so formuliert, man sieht den Rassismus vor lauter Rassismen nicht. Denn was auf der Schönau passiert ist, ist, man hat quasi als Druckmittel gegenüber der Stadtverwaltung gesagt, wenn für die Schönau nichts Positives rausspringt, dann sind wir feindselig gegenüber den Flüchtlingen. Und das ist das Problem, dass quasi soziale Fragen mit ethnischen Fragen hier verknüpft wurden und deshalb auch sich auf der Schönau immer rausgeredet wurde, nein, wir sind doch nicht rassistisch, wir wollen doch hier nur mehr Wohnungen. Aber was ist das denn für eine Art von Politik, wenn man Flüchtlinge gar nicht als Subjekte, sondern als Objekte nimmt, so nach dem Motto, wenn ihr unsere Forderungen nicht erfüllt, dann drohen wir denen Gewalt an oder so. Und genau das ist passiert. Und ich finde, da ist untergründig, ist eine rassistische Grundströmung, hat sich da gezeigt. Und das ist aber, finde ich, auch das Schlimme dann auch gewesen, die den Akteurinnen und Akteuren so vielleicht selbst nicht unbedingt bewusst war. Auf jeden Fall hat man sich auch gerne rausgeredet mit der Benachteiligungssituation der Schönau, die natürlich stimmt, ja, keine Frage. Aber wenn sich soziale und ethnische Konfliktlinien vermengen, dann kommt genau sowas dabei raus. Und den Knackpunkt finde ich, dass im Jahr 2005, glaube ich, wurde die Kaserne abgerissen und alle Projekte hätte man damals verwirklichen können. Und es gab keine Aufläufe, die gesagt haben, wir wollen kein Lidl-Markt, wir wollen jetzt die Schraubwerkstatt, wir wollen jetzt das Jugendhaus, wir wollen jetzt, ja, all das gab es nicht. Und dann muss man sich fragen, wird eigentlich soziale Verbesserung nur dann eingefordert, wenn man damit auch gegen Flüchtlinge argumentieren kann? Und weil es einfach, ja, 10, 15 Jahre später, als es wieder um die Gendarmerie-Kaserne ging, nicht passiert ist. Ja? Und das finde ich schon aussagekräftig. Waren das durchgängig dieselben Menschen? Ich habe so jetzt das Gefühl, dass das aufgeteilt war in verschiedene Phasen. Also kann man von so einer Phase reden, wo tatsächlich jetzt im Zusammenhang mit dem Volksfest, mit dem Gerücht an diesem Abend andere Menschen unterwegs waren als danach? Weil es ist ja so, dass sich dann irgendwann, das muss man auch dazu sagen, eben aus dem Umland, auch von weiter weg, eben entsprechend tatsächlich politische, also ganz klar politisch motivierte Menschen, sowohl links als auch rechts. Also Rechte sind, ich bin ja immer da gewesen, Rechte von außerhalb sind ja nicht gekommen. Sind nie gekommen. Nee. Und das war, gab es Unterstützer von außerhalb, halt die Autonomen, und dann gab es halt so einen Stellvertreter. Dann ging es gar nicht mehr, es ging zum Schluss gar nicht mehr um die Gewalt, die gegenüber den Flüchtlingen, sondern es ging nur um die angebliche Gewalt, die dann von den Solidargruppen ausgelöst worden ist. Ne? Das war so ein, und das war natürlich vielen wieder sehr recht, ne? Weil nämlich dann eigentlich von diesem eigentlichen Thema, nämlich, das ist nämlich eigentlich unter den Teppich gekehrt worden. Also meine spezielle Freundin Frau Trösch, ne, die hat sich ja auch sehr, CDU-Stadträtin, die hat sich ja auch sehr engagiert für den Dialog und alles, ne? Aber die war auf dem Auge auch blind. Weil die hat dann zum Beispiel sich immer dagegen gewehrt, hat gesagt, ja, die Schönauer werden kriminalisiert. Es gibt Leute, man kriminalisiert die. Ja, und dann, um das einfach rauszunehmen, hat man einfach, gab es eine Absprache zwischen OB, Oberstaatsanwalt und Polizeipräsidenten. Das war abgesprochen. Es gibt keine Anklage. Wir lassen das unter den Tisch fallen, weil wenn wir jetzt die Leute auch noch anklagen würden, ja, dann haben wir noch mehr Unruhe. Das lassen wir. Und das war's. Und der Staatsanwalt, der das damals gern bearbeitet hätte, Hans-Heiko Klein, der aber nicht konnte, weil er nicht durfte, ja, konnte eingepackt. Und das finde ich das Schlimme, dass im Grunde genommen diese Gewalt, und man hat die Namen gehabt und man hat gewusst, wer was gemacht hat, wo ist nichts passiert. Und es ging nachher nur um die Prozesse, wer hat da irgendwas in der Stadt irgendwas gemacht.
Also von den Autonomen oder von den Pro-Asyl-Leuten. Und das ist natürlich, sag mal, in den Stadtteil Schönau kam dann raus, ah ja, super, wir haben es super gemacht, wir haben jetzt dies gekriegt, wir haben das gekriegt und wir sind auch noch sauber rausgegangen. Ja, ohne Anklage. Ne? Aber ich mag das. Und ich habe ja damals, also ich erzähle mal, wie es war. Ne? Der Hans-Heiko Klein, der mit dem habe ich guten Kontakt gehabt. Was den Nachgang jetzt angeht? Nein, wie das damals gelaufen ist. Der hat mich angerufen und hat gesagt, hier, der ist jetzt in Pension. Ne? Der hat gesagt, hier, ich kann meine Arbeit nicht machen, ob ich ihm helfen könnte. Habe ich gesagt, okay. Also hat er mir das erklärt. Er kann nichts machen, weil seine Chefs sagen, es geht nicht. Dann habe ich einen Asylbewerber, der damals da gewohnt hat, der damals aus der Kaserne nicht rauskam, haben uns hingesetzt, haben einen Brief geschrieben, offiziellen Brief an den Hans-Heiko Klein. Ich war damals Asylbewerber, ich bin bedroht worden, ich konnte nicht aus dem Haus. Was ist eigentlich mit den Leuten passiert, die da festgenommen wurden? Da hat der Hans-Heiko Klein zugeschrieben, musste dann ja, war ja Betroffener. Ja, tut mir leid, ich kann meine Arbeit nicht machen, weil die Polizei mir nichts vorgelegt hat. Und dann haben wir das an den Bierzele geschickt und sind an die Öffentlichkeit gegangen. Und da hat der Bierzele, ja, der Innenminister, die Mannheimer Polizei abgewatscht und hat gesagt, hier, so wie die Polizei hier gearbeitet hat, Mannheim ist kein Baden-Württemberg-Standard. Aha. Ja, die sind total abgewatscht worden. Aber es ist trotzdem nichts passiert. Wir sind ja gerade beim Aufdröseln. Also wir haben verschiedene Faktoren. Also wir haben Polizei, kam jetzt auch noch dazu. Wir haben die Situation eines Volksfestes. Wir haben die Situation einer schlechten Rahmenbedingung, ne, weil sich was verändert hat, beziehungsweise weil es ein benachteiligter Stadtteil war. Und wir haben dann praktisch einen Tropfen, der das Fass in Anführungszeichen zum Überlaufen bringt, und es gibt eine Eskalation, ne, die dann aber im Nachgang instrumentalisiert wird, vor Ort, als auch natürlich von Linken, ne, die das einerseits solidarisch, aber es sind ja auch Signale damit dann verbunden, ne, hier waren. Und letztendlich ist es dann schon nochmal interessant, ab wann kriegt denn irgendwas eine Eigendynamik? Ne? Oder beziehungsweise, ab wann kriegt was eine Eigendynamik, dass es letztendlich sich entkoppelt, instrumentalisiert wird und damit eine Reichweite in der Signalwirkung in die eine Richtung, aber auch in die andere Richtung erzeugt. Ne? Was eigentlich möglicherweise, also was, beziehungsweise, ich muss mal kurz darauf gehen, weil mich wurde im Vorfeld angeschrieben von einem Hooligan, der eben in der Zeit auf der Schönau war. Ich weiß nicht, ob er involviert war, aber er hat da seine Beobachtung gemacht und der sagt zum Beispiel, dass das aus den Schönauern heraus eigentlich nach einem Tag wieder vorbei war. Und das, also er will das nicht irgendwie jetzt greenwashen oder sowas oder in irgendeiner Weise sauber waschen, sondern es ist seine Beobachtung gewesen, dass eigentlich die Akteure von dem Abend da in keinster Weise mehr oder nicht mehr in der Zahl da waren, sondern sich das praktisch gekapert worden ist. Stimmt nicht. Also es ist nicht gekapert worden. Okay, gut. Nee, die Leute, das war so Volksfeststiftung. Donnerstag war arbeitsfrei, Freitag, das war heiß, Samstag, Sonntag, das war das ganze Wochenende. Die Leute sind dahin, da war sowieso nichts los auf der Schönau, das war heiß, da war dieses Fest. Ne? Und dann, das lag ja auf dem Weg von dem Schönau zur Festwiese, mussten alle in Kaserne vorbei. Die sind jeden Abend da gewesen, jeden Abend. Bis Montag. Und da waren ja 5000 Polizeibeamte im Einsatz, zeitweise, haben das großräumig abgesperrt, weil sonst wäre es wirklich da so losgegangen wie woanders. Ne? Rostock, Lichtenhagen oder so. Du sagst, es war abzusehen. Ja, das war abzusehen. Und das hättest Beispiel, du wirklich gedacht, das, dass das... Ja, und das ist zum Beispiel was ich jetzt sage. Ne? Wir haben was lernen wir aus der Geschichte? Wir haben so ähnliche Situationen. Was Mannheim jetzt zum Beispiel macht oder jetzt im Umgang mit den Asylbewerbern, wie das jetzt hier organisiert ist, dass zum Beispiel zum Beispiel Neckarstadt, da soll eine neue ZAST gebaut werden, 600 bis 1200 Leute, wir haben die Industriestraße da, ja, die Stadt Mannheim hat sich dazu entschieden, also ihre integrative Kraft, was Integration von Fremden eingeht, nicht zu nutzen, sondern hat mit diesem Land diese Abmachung gemacht, wir nehmen jetzt nur noch diese
Asylbewerber, die in der Bea und in der Lea sind, die kurzzeitig hier sind. Ne? Und das was auch ist, Kostengründe ja, hat. Ja, die kostet natürlich die Stadt. Ja. Ne? Ich meine, es gibt zwar diese Initiative, Mannheim sagt ja, aber definitiv hat der Gemeinderat nein gesagt. Weil es gibt keine Asylbewerber, keine Flüchtlinge, kommen nach Mannheim, die in der Verantwortung von der Stadt Mannheim sind. Und da ist, finde ich, auch jetzt schon abzusehen, ich meine, das subjektive Empfinden, ne? Wir haben jetzt schon die Industriestraße, wir haben schon in der Neckarstadt da eine Menge Probleme. Jetzt soll da die ZAST neu gebaut werden und es wird einfach, die baut man da einfach, die wird einfach gebaut. Aber das ist abzusehen, auch jetzt da, dass es nicht gut gehen wird. Hm. Ja, und es passiert eigentlich gar nichts. Passiert nichts. Es gibt keinen Plan. Und da wiederholt sich dann die Sache. Ich würde jetzt nochmal gerne auf die Voraussetzungen oder nochmal da ins Detail gehen, weil wo hätte man eigentlich einhaken können, damit eben das nicht eine entsprechende Dynamik bekommt, dass eben die Menschen übergrifflich werden. Auf der Schönau? Ja. Meiner Meinung nach hätte die Polizei am ersten Tag hart durchgreifen müssen und klar machen müssen, dass auch Delikte von Schönauerinnen und Schönauern verfolgt werden. Und das ist auch was, wo bei anderen pogromartigen Vorfällen sehr schnell hilft, dass eine Komplizenschaft der staatlichen Organe quasi ausgeschlossen ist. Und ich möchte es nochmal sagen, es war in dieser Zeit einfach mit Hoyerswerda und später dann in Rostock-Lichtenhagen einfach so, dass die Signale, die ausgingen, auch so waren, man kann ungestraft Flüchtlingsheime attackieren, wenn dann die Antifa kommt, dann exerziert man das ganze rechtsstaatliche Repertoire an denen durch und die neofaschistischen Täter, die lässt man dann hinterher laufen. Und das, würde ich sagen, hatte auch eine Fanalwirkung, die von Mannheim-Schönau ausging im Frühsommer 92, denn im August desselben Jahres ist dann Rostock-Lichtenhagen, noch im selben Jahr wird dann das Grundrecht auf Asyl empfindlich zusammengestutzt. Also von der Fanalwirkung her war Mannheim-Schönau bedeutend damals, auch in der Debatte um Übergriffe. Und das Besondere war hier vor allem, brauchte eben nicht zugereiste Neonazis, die dort Gewalt androhen und teilweise auch ausüben, sondern es war die ganz normale Wohnbevölkerung eines Stadtteils. Zur Frage, ob sich die Szenerie da verschoben hat, konnte ich jetzt nur aus Archivmaterial und Videomaterial, das ich halt einsehen konnte, beobachten. Ich würde aber schon sagen, dass sich es verschoben hat. Ich habe mir das, wie man das dann halt in einer kulturwissenschaftlichen Untersuchung macht, habe ich mir angeschaut, was ist da eigentlich passiert und bin dieser Frage anhand von drei Leitlinien nachgegangen, nämlich unpolitische Randale, gewaltförmiger sozialer Protest oder Pogrom. Das sind eigentlich die drei Kategorien, wenn es um kollektive Gewalt geht. Und ich habe mir das auch in der Geschichte angeschaut, wo denn da die Parallelen liegen und wie das halt dann auch so ist in der komplexen Wirklichkeit, es überlagert sich. Es gab natürlich dort Menschen, die das als Action, als Feierabendunterhaltung mit Trinken verbunden haben und wo die Politik wahrscheinlich wirklich arg im Hintergrund spielte. Es mag auch die gegeben haben, die dort eher für die Schönau und gegen die sozialen Probleme der Schönau auf die Straße gegangen sind. Aber wenn man sich Parallelen zu anderen Formen von Übergriffen anschaut, auch in der Geschichte, dann ist das Pogrom-ähnliche am naheliegendsten. Wie gesagt, ich möchte damit nicht sagen, dass auch vielleicht der Hooligan tatsächlich einfach aus Spaß an der unpolitischen Randale dort war. Das mag sein. Aber die Rahmenbedingungen weisen deutlich mehr Ähnlichkeiten zu Pogrom-Szenarien auf. Und das eine Frage. Du kannst deinen Satz nicht fertig werden. Ja, und von daher hat sich das wahrscheinlich auch über die Tage verschoben. Mir ist aufgefallen, dass am Anfang einfach auch migrantische Jugendliche eher mit dabei waren und als der Diskurs sich in die Richtung entwickelt hat, hier finden rassistische Übergriffe statt, ist
sind die eher weggeblieben, was für mich auch dafür spricht, dass es in den ersten Tagen also Volksfestcharakter hatte und da war auch die komplette Einwohnerinnenstruktur der Schönau abgebildet und nach wenigen Tagen, wo aber auch klar war, hier geht es um Rassismus, ist dieser Teil eher weggeblieben. Ist mein Eindruck, aber der ist aus einem Abstand von fast 15 Jahren raus, aufgrund von dem Material, das ich einsehen konnte, entstanden. Mich würde noch mal interessieren, jetzt noch mal eine Brücke zur Gegenwart zu schlagen, wenn wir sagen, das ist jetzt 25 Jahre her, oder also so mehr oder weniger. Also Hermann Rüttermann hat ja so ein bisschen auch so die Hintergründe noch mal beleuchtet, sozusagen auch mit der Rolle dieses Gebäudes und so. Mich würde interessieren, mal abgesehen davon, dass die Polizei hart durchgreift in dem Moment, wo sowas stattfindet, man ganz klar sagt, dass, was die rechtsstaatlichen Regeln sind, was ist sozusagen längerfristig vorher, was man machen könnte? Also was sind sozusagen die Strategien, die früher einsetzen, um sozusagen überhaupt so eine Stimmung zu verhindern? Und vor allem, haben wir da wirklich was gelernt? Also gibt es Anzeichen, dass Städte heute sozusagen geschickter sowas sozusagen vorbereiten, sowas kommunizieren, sowas in die Bevölkerung reintragen? Können wir sagen, dass das in Mannheim vielleicht oder aber auch insgesamt sozusagen man sagen kann, okay, da wurde was gelernt aus dieser Zeit? Bin ich sehr skeptisch, ob da wirklich was gelernt wurde. Mir ist es heute beim Zeitungslesen aufgefallen, ein Beispiel aus Freiburg, wo ja auch Wohnungsnot ein großes Thema ist und jetzt geht es hier darum, noch verschärftere Bedingungen für den Freiburg Immobilienmarkt und der Tenor ist, es ist ja sowieso schon knapp und eigentlich meinte man, der Wohnungsmarkt könnte nicht angespannter sein und jetzt kommen auch noch die Flüchtlinge. Wie bekommen wir jetzt also noch so viel mehr Wohnraum? Und der Bilanz ist im Leitartikel, das gibt Stress von vielen Seiten und aus unterschiedlichen Gründen. Und insofern wiederholt sich eher das Problem, dass nämlich, sagen wir mal, das, was die letzten Jahre verschlafen wurde, nämlich den sozialen Wohnungsbau auch in den Städten voranzutreiben, auch Obdachlosigkeit als Problem nicht nur wahrzunehmen, sondern auch aktiv zu bekämpfen durch kommunale Sozialpolitik. Alles, was jetzt was in den letzten Jahren verschlafen wurde, kommt jetzt mit einer neuen Brisanz auf die Tagesordnung und wieder wird es verknüpft mit einwanderungspolitischen Themen und das ist extrem gefährlich. Und wenn zum Beispiel eine Kommune Obdachlosen signalisiert, sorry, für euch haben wir nichts im nächsten halben Jahr mindestens, denn jetzt muss geht alle Kapazität an Flüchtlinge raus. Dann produziert man genau diese Überlagerung von sozialer Not mit Rassismus, die an der Basis, sagen wir mal, die Schwächsten auch spaltet. Und da müssten auch einfach auch städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult werden, wie man verhindert, dass Rassismus produziert wird. Und da sehe ich gerade nicht, dass da irgendwas draus gelernt wurde. Wenn man solche Statements an Menschen, die selber in der Wohnungsnot rausgibt, dass sie es jetzt gerade mal vergessen können, weil jetzt die Flüchtlinge untergebracht werden müssen, dann produziert man Rassismus. Hermann? Dann war das dann ist ja das alles passiert. Und wie habt ihr das, also, oder zumindest wurde das jetzt auch in einem SWR-Beitrag, es gab dann eine Zeit danach einen SWR-Beitrag darüber, wie die aktuelle Situation dann dort ist. Wie habt ihr das dann dahin gekriegt, dass die Schönauer dann, oder dass es jetzt irgendwie nicht zu einer Situation ist, dass es ein Dauerzustand wurde? Also wir haben erstmal, das Land wollte in diese Unterkunft über 200 Leute unterbringen. Dann haben wir quasi öffentlichen Druck gemacht, dass es nur bei diesen 165 bleibt. Dass man sagt, man kann das Haus nicht bis oben in voll belegen, sondern wir brauchen Gemeinschaftsräume, wir brauchen Aufenthaltsraum, wir brauchen eine Kinderstube, wir brauchen eine Kleiderkammer und so weiter. Dann haben wir quasi Räume, die vorgesehen waren, auch für Unterbringung, wurden dann Gemeinschaftsräume. Und dann haben wir Leute aus dem Stadtteil gefragt, das war wirklich alles, das waren Rentner, das waren Jugendliche. Dann haben gesagt, okay, wer hätte Lust, was zu machen? Kleiderklammer einrichten, wir haben so eine Fahrradwerkstatt eingerichtet. Dann gab es ein Projekt auch mit Studenten von der Hochschule, die haben da so eine Art Sozialpraktikum gemacht, also Praxissemester und so weiter. Und da waren, sag mal, so ungefähr 30 Leute beteiligt. Da waren auch Leute, die haben so Patenschaften übernommen, also die haben sich mit Familien angefreundet. Und ich habe jetzt auch, also die sind bis heute auch noch befreundet. Ne? Also die sind ja auch ganz interessant. Ich habe gedacht, es wäre auch mal interessant, mal eine Veranstaltung zu machen mit den Leuten, die damals da gewohnt haben. Also ich kenne zum Beispiel eine Familie, die waren damals von Afghanistan, der ist mittlerweile Hausmeister bei GBG.
Ja, dann gibt es andere Familie vom Kosovo, die hat so Klempnerfirma aufgemacht. Also sind viele, die auch hier noch leben und die auch bis heute noch diese Freundschaften halten. Ne? Und das, denke ich, auch was ist das Wichtigste, was eigentlich diese Leute brauchen, diese Flüchtlinge, also soziale Kontakte. Die brauchen nicht in erster Linie, sagen wir mal so, Almosen, Kleider, Kuscheltiere, sondern die brauchen soziale Kontakte. Ja, das hat ja auch die Studie. Ja, und das ist natürlich das bestätigt. Problem, gerade in einer Stadt wie Mannheim, ja, jetzt sage ich so mal aktuelle Politik, dass halt quasi so eine Integration hier gar nicht möglich ist oder soziale Kontakte aufzubauen oder nur eben ganz oberflächlich und dass sich jetzt alle quasi so überschlagen mit Kleiderspenden, Kuscheltiere und ich sage es immer ein bisschen böse. Aber das, was die Leute eigentlich brauchen, sind Kontakte, also einfach menschliche Kontakte, Freundschaften. Ne? Und das ist halt der Fehler, finde ich, an der Mannheimer Politik hier. Die Jusos wollen das ja jetzt irgendwie durchdrücken bei der SPD, dass dieser Gemeinderatsbeschluss revidiert wird, dass man doch statt Mannheim vielleicht doch sagt, wir nehmen auch jetzt wieder Flüchtlinge in kommunale Verantwortung, die man auch hier integrieren kann. Ne? Aber welche Form der Kontakte waren da im Spiel? Es waren also Fahrräder, soweit ich weiß, Fahrradwerkstatt? Wir haben also fast alles gemacht. Also erstmal damals durften die Kinder gar nicht zur Schule. Gab ein Verbot. Die durften gar nicht zur Schule. Dann haben wir durchgedrückt, dass die immerhin zur Schule gehen durften, wenn die Schule gesagt hat, ja, wir nehmen die. Dann gab es diese Fahrradwerkstatt, das heißt, wir haben Fahrräder gesammelt. Das hat so Rentner, die haben die repariert. Also waren Deutsche mobil. Zusammen mit dem Flüchtling. Genau. Ja. Kleiderkammer genauso, wir haben Kleider gesammelt. Später gab es dann eine kleine Auseinandersetzung mit dem Land, weil das Land wollte dann diese Kleiderspenden als Sachleistung anrechnen. Und dann haben wir gesagt, das machen wir nicht, das sind Geschenke. Ja. Das ist zusätzlich, ne? Und das kann man auf die Sachleistung nicht anrechnen. Und da gab es so einen kleinen Konflikt, dann haben wir diese Kleiderkammer dann ausgelagert. Und dann haben wir Freizeiten gemacht, gemeinsame Freizeiten. Wir haben also Freizeiten gemacht, also von der Kirchengemeinde, haben wir immer Kinder- und Jugendfreizeiten gemacht. Da habe ich übrigens auch noch ein Verfahren am Hals gekriegt, weil ich habe eine Freizeit gemacht mit Schönauer Kindern. So 50, 60 Kinder, da waren wir an der Desch Kanu fahren. Und danach habe ich eine Freizeit gemacht mit Flüchtlingskindern, mit Studenten von der Hochschule vom Sozialwesen an der Blauen Adria. Ja. Die quasi null Budget Freizeit. Und in der Zeit, wo ich da war, hat dann ein Teilnehmer von der ersten Freizeit hat eine Unterschriftenliste gemacht und hat behauptet, ich hätte den deutschen Kindern, ich hätte quasi Geld unterschlagen aus den Teilnahmebeiträgen für diese deutsche Freizeit mit den deutschen Kindern. Und hätte quasi den deutschen Kindern das Essen weggenommen und hätte dieses Essen den Asylbewerberkindern gegeben. Da gab es sogar ein Verfahren vom Amtsgericht deswegen. Aber gab es auch gemeinsame Freizeiten? Ja, gab es. Okay. Und war nur diese Freizeit an der Ardèche in Frankreich, da konnten die Asylbewerberkinder ja nicht mit, weil die ja Flüchtlinge waren. Dann haben wir eine gemacht in Altrib. Und da gab es halt diese, ging dann vor das Amtsgericht. Aber waren dann quasi da tatsächlich auch bei den ganzen Kontakten, die da hergestellt wurden, auch Leute aus diesem Abend oder aus dieser Zeit dabei, die damals im Mob waren? Ja, wir haben dann zum Beispiel der Schlappner wir haben dann fußballmäßig auch was gemacht, wir haben dann Fußballspiele organisiert. Schönauer Jugendliche gegen Asylbewerber, also gemischte Mannschaften und so. Der Schlappner war damals dabei. Vom Waldhof. Der vom Waldhof. Und da waren auch Waldhofspieler, haben da auch mitgemacht. Und das hat zum Beispiel den Schönauer hat es imponiert. Und dadurch, dass durch diese gemeinsame Sachen machen, zum Beispiel eine Woche zusammen zelten, eine Woche zusammen baden, eine zusammen Woche Essen kochen, das hat halt viel gemacht. Und da sind halt die sind auch Kontakte und Freundschaften entstanden. Ja, also einfach durch diese Begegnung. Ja, dadurch, dass man diese Grenzen, diese Grenzen durchlässig macht. Was natürlich jetzt ein Problem ist, hier, ich komme mal wieder auf Mannheim zurück, diese kasernierte Unterbringung, diesen Großlagern, das ist fast überhaupt gar nicht möglich. Ne? Es handelt sich aber jetzt, im Gegensatz zu Anfang der 90er, auch um andere Flüchtlinge aus anderen Regionen. Da sind viele muslimische Flüchtlinge dabei. Kam das in der Studie irgendwie
oder gab es da Erkenntnisse zu, was die Situation von Muslimen angeht? Ja, also wir haben uns auch unterschiedliche Gruppen angeschaut. Also wir haben Leute allgemein gefragt, was denken sie über Zuwanderer, was denken sie über bestimmte Gruppen und auch gegenüber Individuen. Und da gab es relativ durchgehend immer das gleiche Resultat. Irgendwie, wir hatten die vier Beispielgruppen, also Zuwanderer aus Spanien, wurden natürlich am positivsten bewertet. Aus Polen dann so in der Mitte und Zuwanderer aus der Türkei und aus Kuwait ganz am Ende. Und gab es dann nochmal, also es war aus muslimischem Bereich, war Türkei, Kuwait und Polen und Spanien. Und gibt es einen Unterschied in der Wahrnehmung zwischen Türkei und Kuwait? Nee, also witzigerweise nicht. Also das wurde eigentlich ausgewählt, um darauf zu prüfen, ob die Dimension eher eine kulturelle oder in dem Fall eine Religion ist oder eine wirtschaftliche, weil Kuwait ja ein stark muslimisch geprägtes Land ist, bei dem es aber wirtschaftlich gut geht. Und in der Türkei ist im Vergleich dazu ein bisschen schwächer, aber die Einstellung hat sich eigentlich nicht unterschieden zwischen beiden Ländern. Also ist da die Religion, das was da wahrgenommen wird, das Erste. Und der also die muslimischen Zuwanderer generell schlechter jetzt als jetzt alle anderen aus allen anderen Regionen. Also da haben die Muslime, die jetzt herkommen, ein Problem. Scheinbar, ja. Also. Wie kann man da entgegenwirken? Also, oder was sind da die Rahmenbedingungen, die verändert werden müssen? Da hat einer eine Idee zu? Ich meine, Muslime, wir haben einen großen Anteil von Muslimen an der Bevölkerung. Wir haben eine sehr, sehr starke muslimische Community. Und das wäre eigentlich eine Aufgabe für die Moscheengemeinde. Okay. Aber dann ist ja wiederum der Schulterschluss zu den Deutschen nicht unbedingt gegeben. Oder ist es dann. Ich rede ja, es müsste ein Dreieck sein, letztendlich. Nein, dann. Auch. Aber ich meine, wenn man gerade sagt, Religion spielt ja eine Rolle. Ja. Die meisten Leute kommen aus den muslimischen Ländern. Da hat die Moscheegemeinden haben da eigentlich Potenzial und hätten eine integrative Kraft. Ich habe nur leider bisher noch nicht mitgekriegt, ob da irgendwie Aktivitäten gibt. Ne? Aber sag mal, jetzt zum Beispiel für Mannheim können wir sagen, ideal. Ja. Ja, also für Muslime, weil wir haben alle möglichen muslimischen Gemeinden, wir haben türkische, arabische, albanische, wir haben alles hier. Ne? Wir haben eine richtig große muslimische Infrastruktur. Muslimisch, das hat erstmal mit Nationalität gar nichts zu tun. Ne? Ja, ist da. Schwieriges Thema, auf jeden Fall. Also mit einer richtigen Konklusion kommt man da natürlich nicht raus, außer dass man eben eigentlich Weltsicht walten lassen muss. Ne? Also ich meine, es ist ja so, dass man kann ja auch eigentlich die Dinge immer wieder umdrehen. Genauso gut kann ich auch sagen, naja, was will ich denn eigentlich hier noch? Ne? Also da ist ja nicht mehr viel zu holen in Deutschland. Ich gehe doch lieber nach Singapur, da geht alles steil. Ne? Und so, und insofern, jeder Mensch hat manchmal irgendwann eine Motivation, woanders hinzugehen. Ne? Und da muss man ja eigentlich schon davon ausgehen, dass man auch irgendwo willkommen ist und da reinkommen kann. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch ein ganz guter Kniff, den man sich immer vor Augen halten sollte. Ne? Wenn ich mal woanders hin will, und zwar jetzt nicht mal einfach nur so auf den Urlaub, ne, sondern dass es halt einfach mal längerfristig ist, wo ich dann auch wirklich Teil der Gesellschaft werde, dann muss ich praktisch einfach in einer globalen Logik, einfach dieselben Voraussetzungen hier schaffen. Also ich finde schon, dass man sagen kann, wo gute Ansatzpunkte liegen. Das eine ist, bevor das jetzt über den Sommer so aktuell wurde, wurden jahrelang einfach extrem viel verschlafen. Ja. Ich war im Mai in Istanbul und alle 20 Meter saß eine bettelnde syrische Familie. Und die haben sich natürlich gesagt, nochmal einen Winter auf der Straße geht nicht. Ja, jetzt sind sie hier. So, der syrische Bürgerkrieg hat aber auch nicht letztes Jahr angefangen. Das heißt, da sind Ansatzpunkte. Es gibt natürlich, wie immer bei der Frage Unterbringung von Flüchtlingen, die Kompetenzrangeleien zwischen Bund, Land und Kommune.
Aber es gibt auch positive Beispiele, nämlich die Blockade von Abschiebungen, ja, die ja auch ein Zeichen sind da davon, wie gut auch Migrantinnen und Migranten hier aufgenommen werden und integriert werden. Und es ist auch eine Form der Willkommenskultur, dass sich Menschen, wenn Sammelabschiebungen anstehen, nachts vor den Unterkünften treffen, um damit Sitzblockaden, Abschiebungen zu verhindern. Und wir sollten uns nicht vorschreiben lassen, was die Grenzen von Willkommenskultur sind, sondern das eher selber auch in die Hand nehmen. Ich war ganz amüsiert, als ich in der Zeitung dann gelesen habe, was man denn nun dürfe und was man bitteschön nicht dürfe, wenn es um Flüchtlinge geht, nämlich also Flüchtlinge, deren Asylantrag abgelehnt ist und die zur Ausreise aufgefordert werden, die zu unterstützen, das würde doch dann zu weit gehen. Und ich finde, da geht es darum, auch da aktiv zu bleiben. Das gab es aber vor 20, 25 Jahren auch schon, Strukturen, die auch Menschen unterstützt haben, die hätten ausreisen müssen. Da gibt es doch viele Ansatzpunkte und auch die Forderungen an Kommunen, jetzt doch noch die Grundstücke aufzutreiben, die sind richtig und die brauchen aber auch Bewegung von unten, denn Kommune und Land werden sich immer die Bälle hin und her spielen und sagen, ja, wir sind nicht schuld, ihr habt es doch verbockt. Nee, ihr habt es ja schon vor Jahren verbockt, jetzt müssen wir es auslöffeln. Das Beste, was dagegen hilft, ist wirklich Initiativen von unten, die den Handlungsdruck auch verstärken in der Kommune. Und ich glaube, da kann man auch viel ansetzen an dem Punkt. Vor allem glaube ich, dass sozusagen, also das ist eben schon genannt, sozusagen die Bälle zuschieben zwischen Land und Kommune oder beziehungsweise Bund. Es ist ja letztlich, und das hast du ja auch gesagt, sozusagen, letztlich ist es was, also sozusagen, das Spiel wird entschieden auf Städteebene, sozusagen auf kommunalem direkten Kontakt. Ja? Also das heißt, da, wo die Leute dann wirklich sich ansiedeln, da wird sozusagen das Spiel entschieden, ob sozusagen eine Integration funktioniert oder nicht. Nicht auf Landesebene, nicht auf Bundesebene. So, das heißt, in gewisser Weise ist das Problem, meines Erachtens auch, das ist natürlich ein nationalstaatliches Thema, weil es geht sozusagen grundsätzlich darum, die Grenzen eines Nationalstaats aufzumachen, zuzumachen. Es geht um Fragen von Bürgerschaft, die nationalstaatlich geregelt sind. Aber eigentlich ist das entscheidende Feld ja eben das Kommunale. Und wahrscheinlich, ich würde mir wünschen, dass viel stärker Bürgermeister bzw. Kommunen sich zusammenschließen würden. Es gab jetzt auch es gab ja einen Brief jetzt an die Regierung, sozusagen mal von den Kommunen. Es gab heute Morgen ein Interview mit dem CDU-Bürgermeister in Schwäbisch Gmünd, der gesagt hat, also sozusagen, es kommt darauf an, wie man es macht vor Ort. Das ist eine ganz andere Geschichte, wenn man vor Ort gestaltet, als wenn man sozusagen in Berlin darüber redet. Und eigentlich müsste man sagen, man müsste viel stärker sozusagen also die Bürgermeister, die Oberbürgermeister bzw. die Kommunalpolitik ins Licht rücken. Die müssen sozusagen darüber berichten, müssen sozusagen Angebote, Lösungsvorschläge entwickeln oder halt sozusagen sagen, woran es mangelt und hakt, als dass man sie immer nur auf die, dass man immer nur guckt, was sagt Kretschmann, was sagt Merkel dazu. Und das ist eigentlich, glaube ich, wirklich ein entscheidender Punkt, dass man viel stärker gucken müsste, was kann man vor Ort machen und was wird sozusagen mit der Politik vor Ort gemacht. Also dieser Bürgermeister von Schwäbisch Gmünd zum Beispiel hat berichtet, dass er dann einen Aufruf gemacht hat, genau dieses Thema mit Wohnraum. Er hat gesagt, okay, einen Aufruf gemacht, wir brauchen Flächen. Er hat plötzlich 80 Wohnungen angeboten gekriegt, die überhaupt nicht auf dem Wohnungsmarkt auftauchen. Und hat sozusagen in diesem Interview im Deutschlandfunk gesagt, naja, das ist nicht nur für die Migranten jetzt oder für die Flüchtlinge interessant, sondern es ist natürlich auch für den Wohnungsmarkt interessant. Ja? Also wenn das so geht, dann überlege ich mir natürlich sozusagen, wie gehe ich eigentlich mit meinem kommunalen Wohnungsmarkt um. Ja? Und das sind so Fragen, die sehr weitreichend sind, aber die ganz klar kommunale Politik sind. Und auch die Frage, wie profitiert eine Stadt, was ja so ein bisschen auch sozusagen eine unserer Ausgangsthemen war, wie profitiert eine Stadt, und das müssten quasi die Kommunen wirklich kommunizieren, zu sagen, Erfolgsgeschichten von Migration zum einen, zum anderen zu sagen, okay, wie will ich meine Stadtgesellschaft haben und dann eben sagen, welche Rolle spielt da Migration? Das sind alles Dinge, die man, glaube ich, anders diskutieren müsste, als wir sie im Moment diskutieren, weil im Moment diskutieren wir sie auf der Ebene von, keine Ahnung, Europapolitik, also sagen komplett auf Bundes- bzw. Nationalstaatenebene. Darf ich da noch kurz? Ich finde auch das Interessante, was wir jetzt gerade erleben, ist, dass wir wieder daran erinnert werden, was eigentlich politische Fragen sind und politische Lösungen für Fragen. Und dass in den vergangenen Jahren auch auf kommunaler Ebene die Städte immer mehr wie Unternehmen, wie profitable Unternehmen geführt wurden und es dort eigentlich die Sachzwänge waren, die erzählt haben,
wo der Weg ist oder wo es lang gehen muss, weil einfach die Sachzwänge so sind, gerade im Bereich der Wohnungspolitik. Und auf einmal haben wir diese Flüchtlingsproblematik und sind vor einer Situation, dass diese Frage nicht, sagen wir mal, in Unternehmensform lösbar ist und auf einmal ist wieder Politik nötig. Und ich glaube, deshalb sind wir alle auch jetzt so erstaunt, dass wir sagen, hups, hier gibt es jetzt keinen ökonomischen Fachmann, der sagt, was der einzig gangbare Weg ist, sondern hier ist politischer Gestaltungswille gefragt. Und damit ist ja aber auch die Debatte wieder geöffnet, zu sagen, ja, wie wollen wir diese Frage eigentlich politisch lösen und nicht, welcher Stadtkämmerer sagt denn, was überhaupt noch möglich ist. Du hast vorhin die ganze Zeit von verschlafen geredet, ne? Dass Dinge verschlafen worden sind. Also dadurch ist ja jetzt eine Situation entstanden, die der Sache ja auch nicht unbedingt zuträglich ist. Weder für die Flüchtlinge, als auch wiederum, was die Wahrnehmung angeht. Es zeigt sich irgendwie oder es wird wahrgenommen so, naja, das ist jetzt alles ganz viel. So viel, dass es nicht bewältigt wird. Ne? Dann schwebt plötzlich das Wort Überforderung im Raum und so, ne? Wo man sich dann halt einfach eigentlich sagt, diese Entwicklung vorauszuschauen, da braucht man eigentlich kein Abitur für. Ne? Also das ist ganz klar, dass die Voraussetzungen um Europa herum gegeben sind, dann auch noch zusätzlich mit den Kriegen, dass irgendwann ein stärkerer Zuwanderungsdruck entstehen wird. Deswegen ist es eigentlich sehr verwunderlich, ne? Dass jetzt eigentlich so ein Überforderungsmoment im Raum steht, weil eigentlich ist kaum was so gut planbar gewesen wie die Geschichte. Ne? Also dass man einfach sich sagt, okay, das sind Lager, die sind auch irgendwann abgelagert. Ne? Also, und dann geht es halt natürlich auch weiter, logischerweise. Dazu auch wieder das Internet, das durchaus auch einer Flucht selbst zuträglich ist, in der Organisation und allem. Ne? War das politisch, das einfach zu verschlafen? Naja, also das Problem jetzt gerade ist ja das, dass in den letzten Jahren unglaublich viele Heimkapazitäten abgebaut wurden. Und das kann man jetzt aber den Kommunen auch nicht wirklich vorhalten, dass sie diese Kapazitäten nicht aufrechterhalten haben in der Zeit, als sie nicht genutzt wurden. So funktioniert leider dieses Zusammenspiel zwischen Bund, Land und Kommune. Ja? Dass diese Unterkünfte halt erst dann eingerichtet werden, wenn es nur wirklich immens brennt, weil natürlich die städtischen Haushalte nicht in der Lage wären, sowas vorzuhalten. Aber da geht das Problem schon los. Ist Überforderung auch eine Verhandlungsmasse, wenn es darum geht, wer praktisch in der Verantwortung dann ist, beziehungsweise wer die Finanzierung aufbringt? Würde ich schon so sehen, ja. Also zwischen den Ländern und wahrscheinlich auch in Europa? Also auf allen Ebenen, ja. Also ein wesentlicher Unterschied zu Anfang der 90er Jahre scheint mir ja zu sein, aber vielleicht könnt ihr mich da auch korrigieren, dass man wirklich, es gibt zum Beispiel eine Studie für Mannheim aus dem Jahr 1985, Mannheim die nächsten 20, 30 Jahre, sozusagen eine Entwicklung, Demografie und sozusagen Stadtentwicklung. Und da ist ganz klar das Szenario, dass man sagt, es werden weniger Leute da sein. So, Migration wird abnehmen. Die Leute werden rausziehen. Wir müssen uns damit quasi mit so einer Art von Entstädterung quasi konfrontiert sehen. So. 5 Jahre später gab es dann die Wende und es ist ganz anders gekommen. Das heißt, ich halte es total für plausibel, dass man Mitte der 80er tatsächlich überrascht war, dass die politischen Entwicklungen so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, war nicht absehbar oder sehr schwer. Ich glaube, heute ist es eine andere Geschichte. Also da hat Olli, glaube ich, schon recht. Es ist relativ eigentlich klar gewesen, zumindest die letzten 15 Jahre, letzten 10 Jahre, was sich sozusagen entwickelt. Und der Syrien-Konflikt, wie gesagt, ist im 5. Jahr, glaube ich. Ich glaube, im 5. Jahr oder im 6. Jahr. Wir haben eine Veranstaltung im Nationaltheater vor 4 Jahren gemacht zum Syrien-Konflikt. Das war relativ klar. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dieses, mein Gott, das konnte keiner ahnen, ist vielleicht politisches Unvermögen oder vielleicht ist es so, wie du gesagt hast, dass die Strukturen das einfach nicht zulassen. Aber ich glaube, es ist auch sehr stark, dass man eben wirklich sagt, ich kann das dann verkaufen sozusagen als eine Überforderung. Also ich muss mich dann nicht daran messen lassen, an meiner wirklichen Kompetenz das zu machen, weil ich kann dann immer sagen, naja, das habe ich nicht gewusst. So, wenn ich vorher schon gesagt hätte, okay Leute, das wird kommen, dann muss ich auch danach sozusagen dafür gerade stehen. Also das scheint mir auch eine relativ simple Methode zu sein, irgendwie auch Verantwortung irgendwie wegzuschieben. Dankeschön.